Hallo, ich bin die Sandra vom Pferdeinsider.com und ich möchte heute eine Frage vom Gerd beantworten. Der Gerd ist einer unserer zahlreichen Newsletter-Abonnenten und hat uns eben auf unsere Newsletter hin die Frage gestellt, was ist eigentlich die perfekte Haltung für mein Pferd? Die Frage nach der richtigen Pferdehaltung, glaube ich, stellt sich jeder verantwortungsbewusste Pferdebesitzer und auch natürlich dementsprechend Pferdehalter. Man versucht immer, die Umgebung seines Pferdes, in der er ja die meiste Zeit seines Lebens tatsächlich verbringt, so ideal und individuell passend wie möglich zu finden und zu optimieren. Generell muss man sagen, es gibt immer nur Individualentscheidungen. Die natürlichste Form, für ein Pferd gehalten zu werden, ist sicherlich der Offenstall, wo ein Pferd einfach entscheiden kann, gehe ich rein, habe ich ein Dach über dem Kopf oder gehe ich raus. Sie haben ständig Sozialkontakte, sie haben immer die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Die natürlich noch gesteigerte oder noch perfektere Form von einem Offenstall sind an und für sich die Aktivställe, wo sozusagen ein gewisser Zwang zur Bewegung da ist, einfach durch bauliche Maßnahmen, dass die Pferde einfach einmal die Heuraufe in einer Ecke haben, den Schlafplatz in der anderen Ecke haben und die Tränke vielleicht nochmal ein ganzes Stück, ein paar hundert Meter weiter entfernt haben, beziehungsweise auf der anderen Seite wiederum die Koppel und dadurch eigentlich ständig so ein gewisser Bewegungszyklus entsteht und die Pferde auch wirklich, so wie es von Natur aus eigentlich gedacht ist, sich bis zu 22 Stunden, also zwischen 18 und 22 Stunden am Tag bewegen und mit Futteraufnahme und eben gleichzeitiger Bewegung auch beschäftigt sind. Der ganze Organismus des Pferdes ist auf Bewegung ausgelegt. Ja, das beginnt bei den Hufen. Der sogenannte Hufmechanismus ist ja die einzige Möglichkeit, um das Blut aus den Hufen wieder nach oben in den Rumpf zu transportieren. Denn es ist beim Pferd so, anders als beim Menschen, dass ab hier, ab diesen Fußwurzelgelenken oder Handwurzelgelenken eigentlich, also den Karpalgelenken hier, dass es keine Muskelanteile mehr gibt. Ja? Also wir haben ja Muskeln bis zum Fingernagel auch, ja? Aber die Pferde haben eben in diesem ganzen Bereich gar keine Muskulatur mehr und dadurch wird rein über den Hufmechanismus, über das Dehnen der Hornkapsel und wieder Zusammenziehen der Hornkapsel Blut wieder nach oben gepumpt in den Rumpf, wo es natürlich dann auch mit Sauerstoff versorgt wird, mit Nährstoffen versorgt wird, beziehungsweise eben auch etwaige Abfallstoffe über den Darm abtransportiert und ausgeschieden werden. Zum Thema Hufmechanismus haben wir ja bereits ein anderes sehr spannendes Video gemacht, welches ihr auch in unserem YouTube-Kanal findet, beziehungsweise direkt auf der Plattform pferdeinsider.com, kostenlos im Moment noch zum Download zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt mich frage, welche Haltungsform ist die richtige, ist es leider trotzdem nicht so, dass jedes Pferd Offenstall geeignet ist. Es gibt Pferde, die zum Beispiel sehr langsam fressen und wenn die Pferde nicht Heu zur ständigen Verfügung haben, dann kriegen sie einfach zu wenig. Ja? Oder sie fangen an, sehr hektisch zu fressen, ja, und bekommen wirklich auch einen Futterneid und auch einen Futterstress, was natürlich langfristig auch zu einem allgemeinen höheren Stresslevel des Pferdes führt und zum Beispiel auch zu Magengeschwüren oder zumindest zur Disposition, das heißt zur Neigung von Magengeschwüren führen kann, beziehungsweise auch zu einer unausgeglichenen Psyche des Pferdes. Ja, das heißt, im Offenstall muss man immer schauen, kommt das Pferd im Rang zurecht, bekommt es ausreichend Futter, bekommt es aber vielleicht auch nicht so viel Futter, dass es schon total dick wird. Auch das ist manchmal der Fall, dass Pferde, die früher nicht ad libitum gefüttert wurden, durch einfach zu viel Futterangebot oder zu reichhaltiges Futterangebot wirklich zu dick werden. Also gerade viele Ponys und Kleinpferde sind da relativ gefährdeter, wie eben auch ein Isländer manchmal sein kann. Und dadurch ist es natürlich auch potenziell möglich, dass ein Pferd im Offenstall, also für den Offenstall einfach nicht gemacht ist. Was noch ein Problem sein kann, ist, dass Pferde im Offenstall nicht zur Ruhe kommen, dass sie langfristig wirklich an einem massiven Schlafdefizit leiden. Das habe ich auch schon erlebt, dass Pferde wirklich so müde sind, dass sie gar nicht mehr wirklich leistungsfähig oder leistungsfreudig auch waren. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, was dann vielleicht diese natürliche Haltungsform oder naturnächste Haltungsform
vielleicht nicht ermöglicht. Dann ist es natürlich so, dass Pferde, die speziell gefüttert werden müssen, nicht immer ideal im Offenstall aufgehoben sind. Zum Beispiel, also ich habe auch eine alte Stute mit 34 Jahren, die schon relativ wenig Zähne hat. Die ist zwar in der Nacht nicht in der Box, aber die ist in einer Minigruppe in der Nacht, also 2 bis maximal 3 Pferde, wo man einfach nochmal extra Heukorbs zufüttern kann, wo sie in Ruhe einfach ihr Zusatzfutter fressen kann, ohne dass ihr das wer wegnimmt oder ohne dass sie da irgendwie Stress beim Fressen hätte. Das heißt, manche Pferde sind leider dann auch zumindest phasenweise in eine Box zu geben, die einfach mehr fressen müssen oder spezielle Diät bekommen müssen. Und dann ist es natürlich auch wirklich so, dass es eine gewisse Gewohnheit bei manchen Pferden ist. Also ich habe tatsächlich Pferde schon erlebt, die so lange unter Anführungszeichen künstlich gehalten waren, dass sie gar nicht damit zurechtgekommen sind, wenn die ständig mit anderen Pferden sozusagen in der Gruppe waren. Die haben dann langfristig wirklich auch manchmal Stress gehabt, weil sie sich nicht, so wie sie es früher gewohnt waren, einfach alleine entspannen konnten. Also das ist natürlich dann schon ein Pferd, was in einer gewissen Art und Weise nicht mehr ganz natürliches Verhalten aufzeigt. Aber auch das gibt es, weil auch Pferde können sich einfach sehr stark an ihre Umgebung gewöhnen. Und dementsprechend ist es halt so, dass nicht für jedes Pferd der Offenstall die idealste Haltungsform ist. Was ich manchmal gerade in so Aktivstellen auch schon beobachtet habe, gerade in Ballungsräumen, also im Großstädteraum, ist, dass sehr große Gruppen gemacht werden, weil es ja grundsätzlich ein attraktives Angebot ist, gerade wenn man in der Stadt arbeitet und vielleicht im Managementbereich lange Zeit oder viele Stunden am Tag arbeitet und dann nicht jeden Tag zum Pferd kann, dann ist man oft ganz glücklich, dass die im Aktivstall sich dann selber eben bewegen und rumlaufen. Nur das Problem ist eben oft, dass wenn die Gruppen so groß sind, dass einfach ständig eine Unruhe da ist. Und es gibt auch wirklich Pferde, die dann an diesen Kraftfutterautomaten gewisse Aggressionen zeigen. Der Hund lacht immer. Ricky, zu lachen? Lachst du mal in die Kamera? Ricky, lachst du mal in die Kamera? Dass die praktisch auch Probleme in diesen Aktivstellen aufweisen oder bekommen und dass dementsprechend nicht ein Aktivstall auch für jedes Pferd gemacht ist. Die eigentlich zusammenfassende Antwort auf deine Frage, Gerd, ist also, Offenstall oder eben Aktivstelle sind sicherlich die naturnächste Haltungsform, sind aber nicht für jedes Pferd gemacht, ja, da Pferde manchmal schon sozusagen ein bisschen denaturiert worden sind, weil sie einfach lange Jahre in der Box gestanden sind und das vielleicht wirklich gewohnt sind, weil sie vielleicht einen gewissen Anspruch haben, langsam oder besonderes Futter zu fressen, so wie alte Pferde zum Beispiel, oder eben, weil im Endeffekt die Pferde sich in einer Gruppe, in einer Herde vielleicht nicht ausreichend entspannen können. Auch dann ist es wirklich wichtig, dass sie Rückzugsgebiete haben, beziehungsweise dass sie dann gegebenenfalls wirklich auch mal zum Beispiel in einer Paddockbox aufgestallt werden und dementsprechend sich auch wirklich dann entspannen können, schlafen können und Zeit für sich haben. Ja, also die individuelle Haltung ist wie so oft einfach ganz wichtig und muss auch immer beobachtet werden, ob man etwas verändern muss oder nicht. Also das war's zum Thema richtige Haltung für mein Pferd. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch andere Anfragen per E-Mail an info@pferdeinsider.com bekommen, beziehungsweise so wie vom Gerd als direkte Antwort auf unseren kostenlosen, aber wie ich glaube sehr informativen Newsletter. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.